Dankeschön. Das ist auf jeden Fall ein sehr großes Event für uns gewesen, weil wir haben die Möglichkeit, jetzt das Double zu holen, wenn wir jetzt die Meisterschaft auch holen. Und ich bin ja seit diesem Jahr bei den ersten Frauen, habe letztes Jahr mit den zweiten Frauen es geholt und ich weiß, wie wichtig das für die war. Ja, wir haben eigentlich die Tore, die gefallen sind, viel zu leicht gekriegt. Ne? Auch wenn da vielleicht fragwürdige Entscheidungen vorausgehen, über die man sich sicherlich diskutieren darf, muss man aber ganz genauso darüber diskutieren, wie die Tore fallen. Beim 1:1 Ausgleichstreffer kriegen wir den Ball aus dem Zentrum nicht verteidigt. Und beim zweiten Treffer, das Kopfballduell, was wir dann verlieren, dann stehen wir hinten auch blank, haben keine Absicherung. Und beim dritten Tor laufen wir gnadenlos in den Konter rein. Das ist dann für ein Finale natürlich zu einfach, diese Tore. Also ich finde, allein, dass das gerade ein Liga-Konkurrent war, war das sehr, sehr wichtig für uns. Das nehmen wir auf jeden Fall mit bis für Sonntag. Da spielen wir in der Alten Försterei gegen Jena und ich hoffe, dass wir die drei Spiele auch gewinnen, damit wir dann in die Relegation kommen. Naja gut, wir sind ja darauf angewiesen, dass Union noch einmal patzt. Das halte ich für relativ unwahrscheinlich, so stark wie sie sind. Und auf der anderen Seite müssen wir auch erstmal dreimal gewinnen. Ne? Also ja, müssen wir mal schauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.